Servus Leute, ja, die liebe Silvia von den Büchernixen und die Steffi von Steffis kleiner Bücherexpress haben mich vor kurzem getaggt zum Auf immer gejagt Tag. Ja, das sind insgesamt, lass mich mal nachschauen, glaube ich 7 Fragen, in denen sich der Tag um dieses Buch dreht. Das ist Auf immer gejagt, wie der Name des Tags ja schon sagt, aus dem Carlsen Verlag. Für 19,99 könnt ihr das Hardcover hier bekommen. Und ja, der Carlsen Verlag und seine Booktube vom Carlsen Verlag haben sich da was einfallen lassen und haben sich um dieses Buch herum einen Tag einfallen lassen. Und wer diesen Tag macht und ein Video dazu macht, der bekommt dieses Buch geschenkt. Ihr fragt euch vielleicht, ja, warum habe ich denn das Buch jetzt schon? Weil ich mir meine Bücher ja selber kaufe und keine Rezensionsexemplare anfrage. Deswegen habe ich mir das eben auch vorher schon holen können. Die beiden Mädels haben mich getaggt und dann fangen wir doch gleich mal an mit den Fragen. Ja, kommen wir mal zur Frage 1. Theresa, die Hauptfigur in Auf immer gejagt, ist wild, unabhängig, stark und ausgesprochen einsam. An welche Buchheldin erinnert dich das? Oh, da gibt es viele, die man da die einsam, ja, und aber irgendwie als erstes kommt mir jetzt da die Luna Lovegood aus der Harry Potter Reihe in den Sinn, denn Luna ist ausgesprochen starker Charakter, wie ich finde, auch wenn sie, wisst ihr, so ein bisschen einen Hau hat, aber sie ist eine ganz starke, mutige Person, aber sie ist halt sehr einsam in Hogwarts und das ändert sich halt erst, als sie sich mit Harry, Ron und Hermine und eben auch mit Genie anfreundet und auch mit den anderen dann eben aus Dumbledores Army. Für mich ist Luna ein ganz, ganz besonderer Charakter aus der Harry Potter Reihe. Deswegen finde ich, passt die hier besonders gut. Zweitens, Theresa hat nur noch eine Sache, die sie an ihren Vater erinnert. Ein verzierter Dolch. Besitzt du ebenfalls ein besonderes Erbstück? Doch. Und zwar, wartet mal ganz kurz. So, für euch war es nur ein Augenblick. Ich habe erstmal das Teil besorgen müssen. Ganz kurz. Mein Erbstück. Das ist dieses Buch hier. Ist ein bisschen größer und dicker. Und ein bisschen sehr viel älter, deswegen will ich es auch gleich wieder hier in Sicherheit bringen. Das Erbstück, das ist unsere oder meine Familienbibel. Ein sehr uraltes Erbstück. Und mein ganzer Stolz. Ja. Drittens, wenn sich Theresa auf etwas verlassen kann, dann auf ihr Bauchgefühl. Wie ist das bei dir? Boah,
Ja, ich habe eigentlich ein ganz, ganz passables Bauchgefühl. Ich schaffe das schon immer ganz gut, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und ja, von dem her habe ich, glaube ich, ein ganz passables Bauchgefühl. Was gibt es jetzt da groß zu erzählen? Ich meine, ich bin trotz allem eigentlich immer noch ein relativ Verstandmensch. Also ich entscheide Dinge mehr hier als jetzt so aus dem Bauch raus. Aber trotzdem trügt mich mein Bauchgefühl eher selten. Ja. Viertens, in auf immer gejagt haben manche Menschen besondere Begabungen. Welche besondere Fähigkeit würdest du gern besitzen? Boah. Besondere Fähigkeit. Ich meine, das ist wohl so eine der ultimativen Fähigkeiten. Ich würde mich gerne teleportieren können. Ja. Wisst ihr, wie viel Zeit man sich da im Leben sparen könnte mit Teleportieren? Wisst ihr, also schon früh, ich meine, hey, aufstehen und auf die Arbeit gehen. Wenn du um 7 Uhr auf der Arbeit sein müsstest oder so, und du müsstest normalerweise irgendwie eine halbe Stunde hinpendeln, kannst du die Zeit sparen. Top, bist du auf der Arbeit. Und wenn du von der Arbeit wieder heim willst, dann zack, bist du daheim. Oder wenn du eben Bock hast, nach Feierabend mal ganz kurz auf den Malediven einen Drink zu nehmen, dann kannst du es ja. Dann zack, und du bist auf den Malediven oder in New York oder egal, wo du eben Bock hast. Und deswegen, wäre das total cool, wenn ich mich beamen könnte. Das wird richtig Bock machen. Fünftens, Liebe oder Ehre? Der Mensch, den du liebst, begeht Hochverrat an deiner Familie. Wie würdest du dich entscheiden? Hochverrat an meiner Familie. Viele werden wahrscheinlich Familie nehmen. Ich bin mir sicher, die meisten würden Familie nehmen, weil Blut ja eigentlich dicker als Wasser ist. Familie ist halt so eine Sache. Ja? Wenn du jemanden von ganzem Herzen liebst, wird er wahrscheinlich eher weniger deine Familie verraten und Hochverrat begehen. Aber wer kennt schon die Umstände, um was es da geht und wer und wie und was da sonst noch passiert. Und das ist ja immer wieder die Sache mit dem Verstand. Aus dem Bauch heraus würde ich wahrscheinlich mich für die Familie entscheiden. Und mit dem Verstand wahrscheinlich eben das Ganze hinterfragen, warum das passiert ist. Und da würde ich dann gar nicht ausschließen, dass, wenn es da einen bestimmten Grund für gäbe,
ja, dass ich mich dann eben gegen die Familie und für die Liebe entscheide. Ja, das ist schon so. So. Ja. wo sind wir? Bei sechstens. Im Wald überleben, so wie Theresa. Hast du davon schon mal geträumt? Nee, nicht nur geträumt, sondern auch gemacht. Also ich war mit meinem Kumpel früher ganz viel draußen. Und wir sind oft losgezogen, haben einfach nur so ein kleines Zwei-Mann-Zelt dabei gehabt. Und dann sind wir zack einfach in den Wald und haben da irgendwo unser Zelt aufgeschlagen und mit so Überlebensrationen versucht, die Zeit hier da so durchzustehen, zu überleben. haben da im Wald gecampt oder irgendwo auf freier Prärie irgendwo eben einfach losgezogen. Ja, das war cool. Und ey, bei der Bundeswehr, ja, da waren wir auch oft genug draußen und haben da das Überleben trainiert. Ich war ja noch bei der Bundeswehr. Und ja, das war schon ganz spaßig eigentlich. Also mir hat das immer irgendwie getaugt, wenn wir da in die Ferien oder eben mal am Wochenende losgezogen sind und ja, einfach ja, so querfeld ein und im Wald irgendwo und in Dickicht da unser Camp aufgebaut haben. Das war schon cool. Ja. Siebtens. Die Würfel sind gefallen. Was hält das Buch auf Immer gejagt wohl für dich parat? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Deswegen lese ich euch jetzt einfach mal was vor. Im endlosen Wald kennt Theresa jedes Blatt. Dort im Schutz der Bäume fühlt sie sich zu Hause. In ihrer Heimatstadt Brenton hingegen wird sie nur geduldet, denn ihr Vater Saul genießt als Kopfgeldjäger des Königs zwar großes Ansehen, doch Theresas Mutter war eine Verräterin aus dem Nachbarland und dessen Bewohner beherrschen schwarze Magie. Als Saul hinterrücks getötet wird, steht Theresa ganz allein da. Jetzt hat die junge Pferdenleserin nur eine Chance auf ein sicheres Leben. Sie muss im Auftrag des Königs den angeblichen Mörder jagen. Cohen, der Gehilfe ihres Vaters und ihr Freund aus Kindertagen, den sie heimlich liebt. Theresas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohen schuldig ist, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Tja, cool. Das scheint so ein bisschen mittelalterlich zu sein, so die Stimmung von dem Buch mit König und Kopfgeldjäger und so. Und ich glaube, das ist der Auftakt einer kleinen Reihe und ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Es hört sich auf jeden Fall recht cool und interessant an. Und ich freue mich drauf. Ich werde es, glaube ich, ziemlich bald mal lesen. Weil irgendwie habe ich Bock drauf. Ja, lieber Carlsen Verlag, danke für den coolen Tag. Ja, Silvia, Steffi, danke fürs Taggen. Und wen tagge ich? Ich tagge die Leseeule Theresa, Nick, den Buchtoaster und die Luisa tagge ich auch mal wieder. Ich
tag euch ja so selten. Nee, ihr seid die üblichen Verdächtigen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.